Ja, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge in meinem Lightroom Corner. Heute geht es um das Bild, was ihr vor euch seht. Heute mal ein bisschen anders. Ich zeige euch nicht direkt das Endergebnis, sondern das Out-of-Cam-Bild. Ich setze nochmal zurück, dass ihr mir auch wirklich glaubt. Hier 20 Mal zurückgesetzt. Ich will euch damit einfach nur zeigen, auch Bilder, wo ihr denkt so, das sieht jetzt irgendwie vielleicht nicht so schön aus. Nicht wegen dem Model Robin, Robin, du bist cool, sondern einfach wegen dem Licht. Es ist irgendwie ein bisschen ja, farblos und es ist halt auch unscharf. Leute, ich muss dazu sagen, wegen der Unschärfe, da war halt immer noch die Folie auf dem Objektiv von dem Yongnuo 35 mm 2.0. Wer kommt denn auf die Idee und packt da hinten beim Objektiv da eine Folie drauf, die man kaum sieht? Mann, sowas. Ja, die nächsten Objektive werde ich auf jeden Fall kontrollieren. Deswegen ein bisschen unscharf. Aber wie gesagt, unscharf hin oder her. Leute, stellt euch das Bild einfach mal ein bisschen scharf vor. Ich kann es leider nicht fürs Portfolio benutzen, weil es wirklich unscharf ist. Ansonsten ist das ein cooles Bild, cooles Licht. Und ich will euch heute einfach zeigen, was wir aus diesem Bild einfach noch rausholen können, indem wir jetzt gemeinsam einfach die Einstellungen durchgehen. Wie gesagt, ich habe nichts aufgeschrieben. Wir machen das jetzt einfach so ein bisschen spontan. Und vielleicht entsteht ja ein neuer Bildlook, der mir heute besser gefällt als vor 3, 4 Wochen. Gehen wir einfach mal die Sachen durch. Wem weiß Abgleich? Das lassen wir erstmal alles so. Wir gehen auf jeden Fall mit der Belichtung hoch. Ist mir ein bisschen zu dunkel. Kontrast lassen wir. Wir gehen mit dem Licht dann ein bisschen hoch, um hier ein bisschen Kontrast reinzubringen. Alles so ein bisschen hochziehen. Mal ohne das Mausrad, sondern einfach mal wirklich hochziehen mit der Maus. Klarheit so ein bisschen. Ah, 10%. Dynamik, ja, können wir ein bisschen machen so. Das Blau von der Jeans vielleicht ein bisschen das Grün. Gut, gehen wir in die Gradations. Ach so, ja, nicht gerade. Doch, die Gradationskurve, nicht die Gradiationskurve. Habe ich ein paar Mal falsch gesagt. Ein netter User hat mich darauf hingewiesen. Die Gradationskurve, mein Lieblingstool hier bei Lightroom. Einfach meine Punkte setzen, ein bisschen hoch, um diesen Vintage-Look reinzubringen. Und hier einfach ein bisschen runter. Und schon haben wir diesen krassen, geilen Kontrast. Und schon sieht das Bild tausendmal besser aus als vorher. Bam! Vorher, nachher. Schaut euch mal an, was die Gradationskurve für einen Unterschied macht. Einfach unglaublich. So, gehen wir durch die Farben. Die Farben sind cool. Die Farben sind auch wichtig hier, weil ich will dieses Grün da hinten nicht haben. Ich meine, okay, wir haben ein bisschen Grün hier, so, aber das Grün ist ein bisschen zu much, so. Und wenn wir das einfach ändern wollen mit dem Farbton, dann ziehen wir das Grün doch einfach in die andere Richtung. Hier seht ihr es. So ein bisschen. Vielleicht hier können wir auch noch so ein bisschen mit der Luminanz arbeiten. Falls ihr euch nicht sicher seid, was für ein Farbton das überhaupt ist, dann einfach hier in HSL wechseln. Dann habt ihr hier so ein kleines Farbton durchziehen im Foto anpassen Icon. Das klickt ihr an. Wir wollen ja den Farbton ändern. Und dann sagt ihr so, ja, nee, dieses Grün hier, das ist komisch. Dann klickt ihr das an und zieht das einfach in die andere Richtung. Und schon ist das nicht mehr grün, sondern ein bisschen so orange. Wir wollen nicht übertreiben, also das wäre jetzt krasses Gegenteil. Wir wollen nicht übertreiben, so ein bisschen in die Richtung. So. Vielleicht so ein bisschen, ja. Okay, das sollte auch reichen. Ansonsten können wir hier noch mit der Farbe der Jeans arbeiten. Wie gesagt, dass wir jetzt Luminanz einfach reinklicken und den Farbton, nicht die Luminanz, den Farbton hier ein bisschen ändern. Was euch gefällt so. War schon okay eigentlich, so wie es war. Gut, lassen wir das hier erstmal. Gehen wir weiter zur Teiltonung. Hier in diesem Bild finde ich die Teiltonung, finde ich gut. Kann man machen. Wir gucken mal. Vielleicht sage ich das jetzt einfach so und es stimmt gar nicht. Mal gucken, was wir da rausholen. So, meine Vorgehensweise hier bei der Teiltonung ist immer dieselbe. Ich stelle das ungefähr so auf Sättigung 20-20. Ich weiß, mit Alt-Taste kann man dann hier die Farbe auswählen, wenn ihr Alt haltet. Aber ich gehe das hier mit der Maus einfach so ein bisschen durch, drehe, bis mir irgendwas gefällt. Und das hier finde ich schon ziemlich cool. Dann lasse ich das so, dann gehe ich zum Schatten und drehe dort am Rad, bis mir die Einstellungen irgendwie zusagen. So ein bisschen so in die Richtung, glaube ich, finde ich ziemlich cool. Ich übertreibe mal kurz, um zu gucken, was da noch so möglich wäre. Nee, ich glaube, ich finde das hier irgendwie cool. Und wenn ihr dann so fertig seid, dann mache ich nochmal so einen Abgleich. Was gefällt mir besser, nach links oder nach rechts? Links oder rechts? Ah, schwer, schwer, schwer. Vielleicht so ein bisschen nach rechts, vielleicht ein bisschen nach links. Eher nach rechts, gehen wir ein bisschen nach rechts. So, vorher, nachher. Bisschen sieht man den Unterschied auf jeden Fall. So, die Details. Ich meine, das Bild nachschärfen, es ist unscharf wegen der blöden Folie, aber normalerweise mache ich das dann halt so nicht. So mache ich es nicht. Natürlich maskieren Werkzeug. Oh, was habe ich jetzt getan? Ach so, es muss ein bisschen scharf sein. So,
Jetzt gehe ich zum Maskieren, Werkzeug. Ach genau, halte Alt-Taste gedrückt und dann sehe ich, was ich denn überhaupt scharf haben möchte. Ich möchte das alles so ein bisschen scharf haben und drehe das so ein bisschen auf 67 von mir aus. Rauschreduzierung geht immer gut, sollte man nicht übertreiben. Aber die arbeitet eigentlich ganz gut. Details waren wir schon, wir gehen rüber zu der Objektivkorrektur. Jetzt können wir gucken, brauchen wir eine Vignette, brauchen wir keine. Vielleicht sogar eher das Gegenteil, weil das Objektiv eine leichte Vignettierung hatte. Lass ich. Sieht so ganz gut aus, wie es ist. Ja, ach, hier gehe ich, glaube ich, mittlerweile auch schon kaum hin. Nee. Obwohl. Das hat mir gerade ziemlich gut gefallen. Ja, ziemlich orange, vielleicht so ein bisschen. Gehen wir da in die Richtung. Gucken mal mit Blau, was da so passiert. Ja, ist halt krass. Lassen wir das einfach mal so. Wir ziehen ein bisschen die Sättigung runter vom Blau. Gut. Ich lehne mich gerade so ein bisschen zurück. Schau mir das Bild mal kurz in Ruhe an, was mich noch hier so stört. Düdüdüd, irgendwie erstmal nichts. Wir können hier noch am Ende Temperatur so ein bisschen drehen. Ist mir zu warm. Es hat auch keinen Grün- und keinen Magenta-Stich, also ist eigentlich okay so. Und jetzt, Leute, gucken wir mal zusammen, wie das Bild am Anfang aussah. Bäm. Also, was ist das da links im Gegensatz zu rechts? Hammergeil. Was man noch aus einem Bild rausholen kann, wo ihr vielleicht gedacht hättet so, nee, nächstes, nächstes, sieht scheiße aus, nächstes, nächstes, ich setze es mal zurück. Dann haben wir es nochmal in vollflächigem Format. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, was man aus so einem Bild einfach nochmal rausholen kann. Würde die Schärfe, wäre die Folie jetzt nicht da, wäre die Schärfe gut, wäre das ein richtig geiles Bild. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.